Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge für den VW Beetle mit Ausgabe 22. In dieser Ausgabe haben wir weitere Teile für die linke Aufhängung und, oder ist das links? Ja, für die Hinterradaufhängung und deren Stoßdämpfer. Für diesen Arbeitsschritt werden wir jetzt nochmal das Rad komplett samt Bremstrommel abmontieren, also sprich nur eine Schraube lösen. Denn das haben wir jetzt gerade eben auch erst gesehen, oder was heißt gerade eben? Also ach, für alle, wo sich noch fragen, ob was im VW-Zeichen passiert ist, es ist schneller wieder aufgetaucht wie gedacht. Es wurde nämlich hier, jetzt finde ich es nicht mehr, doch hier, halt, falsches Bild, hier, so, da sind wir. Zum Ende der Bauanleitung bekommt man nämlich immer noch fertige Bilder, wie die Bauphase aussehen soll. Und darunter kam der Hinweis, dass man gerade, wie zum Beispiel für die heutige Baufolge, das Rad wieder abmontieren und beiseite legen soll. Einfach aus dem Grund, weil die Federung noch nicht so ausgelastet ist, weil die Belastung auf diese eine Schraube, die das Rad hält, zu hoch wäre. Und zum Dritten, einfach um, damit man gerade jetzt um die Bauteile, die wir heute haben, diese Baumontagen einfach leichter von der Hand haben soll. Also sie sollen von einfach der Hand gehen weg zu lassen? Ja, so, mir fiel es gerade nicht ein. So, also auf jeden Fall ein Abo dalassen auf dem Kanal, über einen Daumen nach oben würden wir uns natürlich sehr freuen, und in dem Sinne, auf geht's! So, wir haben das Rad wieder abmontiert, das heißt, wir werden einmal VW-Emblem, die Achse und die Bremstrommel einmal sicher verstauen, bis wir es irgendwann mal benötigen. Mit die Schraube hier einpacken? Die Schraube kann man natürlich auch mit rein tun, genau. Rad kommt beiseite, Teilebeutel kommt beiseite. Also die ganze vorletzte Folge war eigentlich völlig zu 50% umsonst. Gut. Achso, ich kann mir hier das Ding aufschneiden, was halt mir davon. In der Zwischenzeit suche ich die Anleitung raus, da haben wir sie. So, da sollte jetzt dabei sein. Ja, lass mal vor und ich gucke, ob ich es habe. Eine linke hintere Stoßdämpferhalterung. Jo. Dann eine Drehstabfederplatte. Mhm. Stoßdämpferrohr. Mhm. Ein. Achso, halt Stoßdämpferkörper und Stoßdämpferrohr. So. Ach, das ist das da. Dann eine hintere Aufhängungsfeder. Mhm. Eine interne Stoßdämpferfeder, mhm, eine Stoßdämpferleiste, mhm, einen Stecker. Jetzt wird's tricky. Zu gräulichfarben. Nö. Habe ich die wieder weggeschmissen? Habe ich irgendwas weggeschmissen? Nee, warte mal. Also da müsste jetzt noch Schraube SD04 und SP12. Und was ist im dritten da drin? SD13. Vielleicht sind das die. Aber das sind Schrauben, lang und schwarz. SD13 wird hier aber nicht gezeigt. Warte mal, 22,8. Wo ist denn das Teil? Da. Ich weiß, wie das aussieht. Das ist bestimmt so ganz, so was Ähnliches hatten wir doch schon mal. Aber es ist ja SD13, also damit auch ganz klar als Schraube ausgewiesen. Nee. Ja, das muss so ein, wie wir schon mal hatten, so ein komischer Steckbolzen sein, ja? Ja, und wir haben keinen Steckbolzen. Also noch ein kleiner Hinweis von dem, was uns jetzt gerade passiert ist. Diese Dinger sollen eigentlich zwei silberfarbene Bolzen sein, wenn man die Beschreibung anguckt. Drauf steht hier bei uns allerdings Schraube SD13. Also habe ich jetzt zu Sebastian gesagt, wir müssen gucken, wo die richtigen SD13 sind, um zu gucken, ob das das gleiche ist. Jetzt haben wir alle Pakete durchgesucht, mehr oder weniger, um die richtigen Schrauben SD13 zu suchen. Die sehen ganz anders aus wie die Dinger, was hier drin sind. Dann haben wir das Paket gesucht, wo das von der rechten Seite drin ist, um zu gucken, was da drin ist. Und auch bei dem anderen Paket von der rechten Seite nachher sind diese Schräubchen mit Bezeichnung SD13 drin. Also wir werden es am Anfang zusammenzubauen und zu gucken, ob es sein kann oder ob es beides mal
einfach nicht das Richtige ist. Genau, weil laut Bauanleitung in der späteren Folge sind die SD13 solche mit diesem breiten Kopf. Also das wären jetzt, also das sind jetzt nicht die SD13, sondern nur vom Aussehen her, ne? Also das, was uns da als SD13 betitelt wird, das ist irgendwas, aber nichts, was wir brauchen. Und entsprechend probieren wir das einfach mal mit den Dingern. So, wo fangen wir hier am Blödsinn an? So, wir brauchen einmal die Baugruppe und dann diesen gewinkelten, dieses Winkelteil da, genau. Das muss jetzt, boah, wie wird denn das hier drauf gesteckt? Weil wo wird es drauf gesteckt? Ah, guck mal, das Vierkantloch muss auf diese dicke Stange. Auf das Vierkant drauf geschrieben. Ja, werden. Genau. Und nach oben zeigen. Dann brauchen wir jetzt diese zweite längliche Platte und stecken jetzt ebenfalls das dicke Loch hinter die erste Platte. Mach mal wie rum. Ich glaube so rum. Andersrum. Wieso? Guck mal, der hat das hier so. Ah, okay. Okay. Ja, so rum. Und das muss da eingehängt werden, glaube ich. Lies mal weiter. Das muss irgendwie dahinter, ja. Ja. Das sieht nachher aus wie ein Smiley, wo O macht. So. Hier sieht man es. Richten Sie die Federplatte des Drehschabs hinter der D-Halterung, also D in Anführungszeichen, weil es aussieht wie ein D, indem Sie die beiden kleinen Stifte in die Löcher der Halterung einsetzen. Die kleinen Stifte wollen aber nicht in die Halterung. Willst du eine Zange haben? Nein, wir wissen, was das letzte Mal passiert ist, als wir mit unbedacht mit der Zange was zusammengesteckt haben. Das war die Aktion mit den kleinen silbernen Bolzen. Da hatten wir schon mal Bolzen. Also es müsste so, es will aber nicht. Und ich berühre die Zange nicht, weil wenn es nachher kaputt ist, weiß. Muss es überhaupt fest sein oder muss es nur so? Ja, hier sieht man es, dass es so. Oh, das ist ganz dran. Mhm. Nee, also das kann uns das nicht. Mal guck. Probier mal. Wäre ich eigentlich drin, aber ich krieg's nicht zusammen. Weil irgendwie hier das Ding hier im Wege ist. Deswegen geht das dann hier so richtig rein. Deswegen probieren wir das jetzt mal. Oder ich doch, mit der Zange. Oh Gott. Drückt mir die Daumen, dass die Folge zum Drehen jetzt nicht eine halbe Stunde dauert, weil wir sie da aufmachen müssen. Aber so wirklich rein geht das doch nicht. Die Kamera macht komische Sachen. Was machst du denn? Keine Ahnung, der hat irgendwie komische Sachen angezeigt. Tada! Okay. Das hat Schnipp gemacht. Da war wahrscheinlich bloß irgendwo ein kleiner Grat mit der Farbe. Okay. So, nochmal von der anderen Seite. So, mein Häschen. Jetzt brauchen wir eine Schraube SD4. Ja, also hast du schon ein paar? Sonst gebe ich dir hier die, was dabei war. Die tue ich jetzt gleich alle umfüllen, ja. Dass wir nur noch eine Tüte haben und nicht 20. Eine Schraube SD4. Achso, muss die da das große Ding da? Die muss jetzt da in das große Loch rein, genau. Okay. Dass das zusammen bleibt. So, dann haben wir als nächste Mission den kleinen Bolzen. Und den soll man... Also diesen Mini, Anführungsstrichen, SD13 Bolzen. Der muss jetzt...
an dem Teil, ja genau. Aber nur angefangen einzusetzen. Und da muss dann noch irgendein Teil dazwischen, was dann damit gehalten wird. Ein Zuarbeiter muss das Tütchen aufmachen, bitte. Achso, das Ding hier. Da muss das dann quasi immer durch und daran wird es festgemacht. Ich habe dir jetzt gerade nicht so genau zugehört. Ich habe versucht, das Tütchen aufzumachen. Ich gebe es zu, ich bin nicht immer multitaskingfähig. So, da bin ich mal gespannt. Wir probieren erstmal trocken, ob die hier da durchpassen. Es würde zur Not gehen. Wir testen es einfach, vielleicht sind die ja richtig. Guck mal, man kann die sogar schrauben. Ja, vielleicht ist es ja jetzt eine modifizierte Variante. Jetzt von der kleinen Ausschnitt geflogen. Da hättest du doch gern gesucht. Das war Absicht. So. Du hast mich unterbrochen. Egal. Sprich weiter. Ich sag, vielleicht ist eine modifizierte Version. Wie bei der Türe, dass man da keine zwei Schrauben mehr reinschraubt, sondern so, nur eine, weil stimmt. Da inzwischen so ein Nupsi ist. Und vielleicht ist es hier auch so, dass ich es inzwischen einfach ein bisschen weiterentwickelt habe. Das kann natürlich eine Sache sein, die natürlich sehr schlau wäre, ja. Achso, ich sollte es jetzt da so halb einschrauben, sozusagen. Mhm. Von oben? Auf jeden Fall von außen. Ja, auf jeden Fall auf der Seite, genau. Ja, also ich habe angefangen, es reinzuschrauben. Noch nicht. Achso, jetzt. Angefangen. Jetzt brauchen wir die kleine Hülse, genau. Die muss jetzt dazwischen. Da soll ich das durchfummeln? Ist das denn hier ernst? Nein, du steckst das ja bloß von einer Seite rein. Du steckst das jetzt bloß von oben rein. Irgendwie? Ja, genau. Nein, gar nicht irgendwie. Gib mal, wo ist das Ding? Achso. Ich muss das bestimmt so einschrauben und dann dazwischen schrauben. Und dann ins Loch treffen. Ach so, andersrum. So? Ja, jetzt. Ja, wurscht, aber es fällt so oder so durch und ich muss es jetzt so oder so festhalten und da dann gleich das Loch treffen. Dann lass uns doch das Ganze gemeinsam tun. Genau, schraub mal. Kommt die Schraube schon unten an? Nö. Aber sie, also auf der anderen Seite ist sie aber halt nicht da durch. Sie kam auf der anderen Seite auf jeden Fall wieder raus. Aber ein bisschen kann man auch noch drehen, dass er vielleicht noch zumindest im Gehäuse ankommt. Dass er da nie rumschlackern kann. Bei mir geht die keinen halben Millimeter mehr zum Drehen. Wir sind doch etwas schief, sehe ich gerade. Wir sind so einen halben Millimeter neben dem Schraubloch. Halber Millimeter ist aber viel bei solchen Dingern. So, genau. Also wir haben gerade festgestellt, wir haben das mit der Schraube, ist das eine richtig gute Sache. Denn die Schraube kommt ganz knapp auf der anderen Seite dieses Stück Rohrs raus und ist da eigentlich fest. Also das ist, finde ich, total... Also finde ich ehrlich gesagt besser gelöst als mit diesen Bolzen. Weil die muss man immer irgendwie mit der Zange zusammendrücken und dann hat man immer so Kräler, also Kratzer im Lack. Ne? So, wir brauchen als nächstes die Stoßdämpferleiste, die jetzt in das Stoßdämpferrohr, was du gerade eben angeschraubt hast, eingesetzt wird. Danach legen Sie das schmalste Ende der hinteren Aufhängungsfeder auf das Rohr. Ja, steckt drauf. Dann soll jetzt auf dieses Rohr noch die dünne Feder drauf. Hätte man eigentlich auch andersrum machen können. Das wäre so einfach gewesen. Hallo, das ist hier Modellbau. So, und dann muss da... Rauf guck jetzt. Das raus? Ja, das guckt bei denen auch raus. Gut, ja. Wie heißt das Ding? Der Körper des Stoßdämpfers auf der internen Feder des Stoßdämpfers aufgesetzt werden und innerhalb der Feder der hinteren Aufhängung bleiben. Guck mal, so muss das aussehen. Bei mir sieht das schon so lang so aus. Und dann musst du jetzt
Genau, die zwei Sachen zusammenbringen. So. Und von innen nach außen mit einer Schraube SP12 festmachen. Gut. Na, dann testen wir das doch. Da ist aber so ein, wie heißt, nennst du das immer, wo der absteht, wo du normalerweise mit dem Messerchen wegmachst. Ich weiß nicht, ob es mit dem Fingernagel gemacht. Mal gucken, ob es reicht. Ich habe hier irgendwo auch die Pfeile hingelegt. So, eine Schraube SP12. Und die muss jetzt von der Modellinnenseite zur Modellaußenseite festgedreht werden. Warte mal. Moin, warten mich aber so besonders gut. Was mich gerade stutzig macht, weil eine SP-Schraube kann nicht in Metall greifen. Deswegen dreh mal die Schraube raus und mach den Federkörper nach außen. So. Und jetzt die Schraube. Das geht aber nicht, weil da gar kein Ding ist. Hä? Muss aber. Leute. Guck mal, bei denen ist das doch auch so. Muss aber. Hier muss ein Loch sein. Seht ihr das? Seht ihr das auch genauso gut wie ich? Da muss ein Loch sein. Ha! Kein Loch. Dann bohren wir es einfach auf. Jetzt warte doch mal, bevor du wieder irgendwas rumbohrst. Zeig mal das Bild nochmal von vorne. Ja, aber warte mal. Was mich wundert, guck mal, bei denen ist es auch so. So ist es, dass er auf der Innenseite ist, aber es ist eine SP-Schraube. Aber SP heißt doch Plastik. Plastik. Mal gelernt. Ja, aber nee, Quatsch. Ich bin zu doof zum Lesen. SD-Schraube, alles richtig. Ach. Ja, P und D klingt doch alles gleich. Und dabei habe ich gerade erst frisch Sebastians Brille geputzt, aber lesen kann er trotzdem nicht. Also es liegt aber nicht an der Brille. Aber während ich hier schraube, hat Sebastian gerade gehabt von Kräler und Kratzer und keine Ahnung, wie man es in der eigenen Region nennt. Wir hatten heute Morgen eine kleine Diskussion, wie man eine Stechmücke, die nachts sticht, nennt. Bei uns heißt es Schnake. Sebastian sagt, das heißt nicht Schnake, das Schnaken stechen nicht, das wäre eine Mücke. Mücke. Eine Stechmücke. Also, könnt ihr mal bitte, bitte, bitte schreiben, ob das bei euch Schnake heißt, das Ding, wo nachts sticht, oder Mücke, oder wie das bei euch denn beziffert wird, die kleinen blutsaugenden Dinger. Das sind Mücken, weil Schnaken sind diese ganz großen, die so fast so eine Hand groß sind. Das ist alles eine Gattung. Das sind Schnaken. Jetzt genau in dem Moment jemand das Video ohne Ton guckt, fragt er sich bestimmt, warum hat die Frau drei Hände? So recht, der Herr? Klar. Klar, klar. In 50% der Fälle schraubt nachher immer noch die Schrauben nochmal nach, wenn keiner mehr zuguckt. So. Wir haben es geschafft. Ha. So, Lieben, damit haben wir es schon wieder geschafft für heute und haben jetzt die hintere Radaufhängung hier soweit jetzt auch mit einer Federung vervollständigt. Das hast du super gemacht, Hase. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr gerne noch die gestellte Frage mit der Mücke und der, wie heißt sie? Schnake. Und der Schnake noch beantworten könnt, wie es bei euch genannt wird, springt einfach nochmal gerne ins Video zurück an der Stelle, wo es war.
Und hört euch die Frage schon mal komplett an, falls ihr es verpasst habt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, von euch zu lesen und wünschen euch in dem Sinne ja, viel Spaß beim Nachbauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.